Verträge sind gemacht. Ja, geil. Und es wurde viel gelacht. Um was Süßes zum Dessert. Geil. Freiheit, Freiheit. Die Kapelle rum, tata. Und der Papa ist schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit. Ist leider primitiv. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's Feiern nicht versäumen, sondern tanzen auch auf Gräbern. Wen haben wir denn hier auf der Bühne stehen? Maris, also mein Name ist Maris und ich komme aus, also ich wohne in der Nähe von Freiburg, genau. Und Maris, wie alt bist du? Ich bin 12 Jahre. Ja, Maris, ich finde, du hast so eine klare Stimme. Also man hört einfach alles, wie offen du singst und wie viel man von deiner Stimmfarbe mitbekommt und hört. Das ist wirklich ein glockenklarer Auftritt. Und ich finde, man hat gehört, dass du Gitarre mitspielst. Seit wann spielst du schon Gitarre? Seit fast 6 Jahren. Krass. Und wie lange singst du schon? Gesangsunterricht habe ich seit fast 4 Jahren, genau. Ich singe bei einem Chor und wenn wir da ein Konzert haben, habe ich oft Einzelauftritte. Und jetzt hast du hier die größte Bühne, die Deutschland für junge Künstler wie dich bieten kann. Und das, ja, ich kann es gar nicht fassen, dass ich überhaupt hier stehe. Ja, Maris, du bist auch dazu noch ein charmanter junger Mann. Ja. Das hat ein bisschen gedauert, rhythmisch, flowtechnisch haben uns so ein paar Sachen irritiert, aber dann ging einfach kein Weg an dieser Stimme vorbei. Die hat so was Eigenes und dann noch dazu die eigene Interpretation, das ist genau das, was wir suchen, deswegen hast du zu Recht einen Viererbasser. So Leute wie dich, das erinnert mich an die Zeit damals, wo man noch so echte Songs geschrieben hat, so mit richtigen Geschichten und nicht, weil man auf Nummer 1 im Radio sein will. Das ist wirklich der Ursprung von der Musik. Und deswegen feiere ich das so sehr, dass jemand mit so einem Charisma wie du, mit so einer Geschichte, mit dieser Stimme, die erzählerisch ist, Menschen zu verbinden. Und das hast du mit dem Song gemacht. Und du hast uns heute ein sehr schönes Lächeln ins Gesicht gebracht, unser Herz erwärmt. Deswegen danke ich dir erstmal schon. Ich darf heulen, was du sagst, muss ich gleich sehr groß. Du singst ein unglaublich wichtiges Lied, gerade zu unseren Zeiten gerade, die nach Freiheit schreien. Und du hast das mit so viel Gefühl und mit so viel Echtheit gesungen. Und ich habe dir jedes Wort geglaubt. Und so ein Lied von einem Kind oder ganz jungen Erwachsenen zu hören, das ist einfach so berührend. Und du hast es wirklich ganz fantastisch gemacht. Und du bist jetzt schon ein großer Künstler. Wirklich. Dankeschön. Hey, hey. Jetzt liegt's an dir. Jetzt ist es in deiner Entscheidung. Oh nein. Ein großer finnischer Coach sagte mal, folge deinem Herzen, folge deinem Bauchgefühl. Okay. Ich schwanke gerade zwischen 2 Coaches. Guckst du sie auch gerade oh, an? Nein. Ah ja. Ja, okay. Maris, was kann ich tun?
Aber eigentlich kann man hier keine Fehler machen, weil alle Coaches natürlich großartig das sind. Das auf jeden Fall. Chapeau. Entscheide einfach, was dein Bauch dir sagt. Ist alles okay. Ich würde mich sehr, sehr freuen, Maris. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wirklich. Aber ich gehe... Und? Zu... Vincent. Ja! Mein Lieber, wie geht's dir? Oh, pass auf, chill. Leid. Mach mal runter. Meine Damen und Herren, Maris! Das ist eine Einladung. Du kannst deine Familie mitnehmen, deine Freunde, egal wen du willst. Das ist ein AAA-Pass und damit kommst du überall rein. Du kannst Backstage kommen, ins Catering, in den Technikraum. Ich kann dir da alles zeigen. Okay. Such den Konzert aus und komm mit. Herzlich willkommen im Team Vincent. Ein Applaus nochmal für Maris!